Hallo, ich möchte heute mal was über Sägen erzählen. Viele Bastler haben keine Ausbildung als Schreiner oder Zimmerer und ich wurde gefragt, ob ich darüber mal was sagen kann und das möchte ich somit heute mal tun. Und zwar geht es um das Sägen mit Handsägen. Normalerweise verwende ich meine Tischkreissäge oder die Stichsäge oder die Scrollsäge. Aber nicht überall ist Strom verfügbar und manchmal kommt man auch nicht umhin, was mit der Hand zu sägen. Die wahrscheinlich gebräuchlichste Säge bei uns hier ist der Fuchsschwanz, vor allem auch im Bastelbereich. Darüber hinaus verwenden viele auch sehr gerne diese japanischen Sägen und dann gibt es noch Spezialsägen, über die erzähle ich ein bisschen später was. So, was ist jetzt der Unterschied? Man sieht schon, das hier ist wesentlich dicker, hier dieses Blatt, als dieses. Und diese Säge ist auf Stoß gefeilt. Was heißt das? Das heißt, die Zähne zeigen alle nach vorne. Und die Säge sägt nur, wenn ich sie stoße. Wenn ich sie zurückziehe, sägt sie nicht. Und wenn ich sie stoße, sägt sie. Das ist der Unterschied zu den japanischen Sägen. Die haben ein sehr dünnes Blatt. Das würde sich, wenn ich hier stoßen würde, das würde sich leicht verbiegen und deswegen sind hier die Zähne genau andersrum, nämlich auf Zug. Das heißt, diese Säge sägt nur, wenn ich ziehe. Wenn ich schiebe, passiert nichts. Und wenn ich ziehe, sägt sie. Und diese hier ist ein Sonderfall. Die hat symmetrische Zähne, die ist weder noch, weil die hier kann ich nämlich sowohl so verwenden als auch so rum. Ja. So, was ist noch zu beachten? Die Zähne von diesen Sägen stehen nicht in einer Linie. Man spürt es, wenn man hier drüber fährt. Das heißt, da ist abwechselnd ein Zahn in die eine Richtung gebogen und einer in die andere. Ich übertreibe das hier mal. So, im Prinzip schaut es so aus, wenn man genau hinschaut. Das heißt, die Säge macht einen breiteren Spalt als das Sägeblatt. Das hat zur Folge, dass ich das Sägeblatt nicht in dem Spalt verklemmen kann. Man nennt es auch die Schränkung einer Säge. Und für die Profis gäbe es sogar spezielle Schrankzangen, mit denen man diese Biegung exakt hinbiegen könnte, wenn man wollte. Es kommt aber im Hobbybereich eher, wird es eher nicht gemacht. Da, wenn die Säge verbogen ist, dann neigt man eher dazu, sich eine neue zu kaufen. Die Frage ist jetzt, welche Säge verwende ich für was? Und eine kleine Faustregel ist, je feiner die Arbeiten sind, desto feiner wähle ich die Zahnung. Für grobe Arbeiten eher grobere Zahnung und für feinere Arbeiten feinere Zahnung. Darüber hinaus, diese Säge hat zwei verschiedene Zahnungen, einmal fein und einmal grob. Und zwar ist es dafür gedacht, dass diese Zahnung ist für Querschnitte und diese Zahnung ist für Längsschnitte. Also in dieser Richtung, jetzt an diesem Balken. Warum besteht da überhaupt ein Unterschied?
Das Holz besteht aus lauter Faserbündeln, die in die Richtung laufen. Und wenn ich einen Schnitt quer zur Faser mache, dann durchtrenne ich die alle und erhalte lauter kleine Späne. Wenn ich allerdings einen Schnitt in dieser Richtung mache, dann reiße ich immer wieder kleinere Faserstücke einfach raus. Ja. Das heißt, die Späne sind von Haus aus schon mal größer und deswegen gibt es hier einen größeren Zahnabstand, sodass sich diese größeren Späne nicht in den Zähnen verfangen oder verkleben können. Ja, wenn die Zähne sich zusetzen mit Späne, dann wird die Säge nichts mehr schneiden. Deswegen ist in Faserrichtung in der Regel ein größerer Zahnabstand als quer zur Faser. Um jetzt zum Beispiel so ein Stück vom Balken abzusägen, ist es erstmal wichtig, dass man sich anzeichnet, wo man sägen möchte. Das heißt, ich lege hier meinen Winkel an, der nach Möglichkeit auch im Winkel ist, das heißt auch wirklich rechtwinklig ist. Man kann das prüfen, indem man den einmal so anlegt, einen Strich macht und dann auf die andere Seite schwenkt und parallel dazu einen zweiten Strich macht. Ich empfehle wirklich, einen zweiten Strich zu machen und nicht versuchen, den ersten nachzumalen, weil das sieht man nämlich schlecht. Aber wenn das hier ein zweiter Strich ist, dann kann man sehr gut beurteilen, ob die wirklich parallel sind. Dann kann man sich diesen Bleistiftstrich oder wie man auch sagt, diesen Riss auch auf dieser Seite und diese Seite übertragen oder auch überwinkeln, wie man es nennt. Okay. Als nächstes ist wichtig, dass man sich das Werkstück irgendwo festspannt. Weil wenn es wackelt, wird man keinen geraden Schnitt hinbekommen. Okay, jetzt muss ich mich jetzt entscheiden, was ich haben möchte. Ja? Welches Stück das Abfallstück ist. Wenn ich einen Würfel haben möchte, dann möchte ich ja den erhalten. Dann wäre eigentlich hier das Abfallstück. Ich möchte aber jetzt einfach nur den Balken um diesen Bereich kürzen. Also ist das das Abfallstück. Das heißt, es wird gekennzeichnet. So. Und dann wird die Säge hier in dem Fall neben diesem Strich oder diesem Riss angesetzt. Es kann ruhig mal ein kleines Stück daneben sein. Das Ziel wäre es, so zu sägen, dass von diesem Bleistiftstrich nachher genau der halbe noch zu sehen ist. Und jetzt, wenn ich hier meinen Ansatz gefunden habe, lege ich hier den Daumen so an, berühre das Blatt, sodass die Säge hier in der Position gehalten wird. Und jetzt kann ich nicht lossägen, weil es sind jetzt nur ein Zahn, berührt jetzt nur das Holz. Ich muss jetzt erst mit dieser auf Stoß gefeilten Säge erstmal zurückziehen. So. Da kann ich noch mal ein bisschen schauen, wo ich bin. So. Und zwar so lange, bis drei Zähne im Einsatz sind. Dann kann man erst vernünftig sehen. Okay. So, jetzt wird schon gehen. So, und jetzt kann ich hier mit dem Daumen. So, und jetzt kommt der häufigste Fehler, den der Laie macht, nämlich er sägt mit Kraft. Und
das ist erstens nicht notwendig und zweitens führt es dazu, dass die Säge irgendwo hinwandert. Das heißt, wir sägen ganz ohne Kraft und zwar beim Zurückziehen ist es wirklich, geht es wirklich leer durch, ja? Und nur beim Vorwärtsgehen gebe ich ein bisschen, ganz wenig Druck und den Rest macht die Säge von allein. Okay. Zunächst auf der Rückseite, weil hier kann ich meinen Strich besser beobachten. Und je weiter ich säge, desto mehr bietet mir der bereits gesägte Sägespalt eine Führung. Sägen funktionieren genau umgekehrt. Das heißt, die Säge sägt nur, wenn ich ziehe. Und wenn ich schiebe, schiebe ich ohne Kraft. Das heißt, um zu beginnen, schiebe ich die erstmal hier am Strich entlang, bis drei Zähne greifen. Und dann auch wieder ohne Kraft. Hier durchziehen. Sobald man drückt, hat man ein Problem. Aber ohne Kraft geht es wunderbar. Sehr gut auch mit einem Brot probieren und einem Messer, einem Sägemesser, um hier eine Scheibe runterzuschneiden. Einfach ansetzen und ohne und viele kleine Sägebewegungen machen und ohne Kraft hier versuchen mal eine gerade Scheibe runterzuschneiden. Versuchen mit möglichst dünne zweite hier abzuschneiden.
Hängt natürlich von der Qualität des Messers ab. Aber die Scheibe sollte ringsrum ungefähr gleich dick sein. Die Frage ist, welche Säge soll man sich kaufen? Das kann man natürlich so nicht beantworten. Es hängt vom Einsatzfall ab. Wenn man etwas Gröberes machen will im Garten oder so, würde ich auf jeden Fall zu einem Fuchsschwanz raten. Wenn man kleine Schachteln basteln möchte oder so, dann vielleicht doch so eine Japansäge. Eins kann man aber auf jeden Fall sagen, eine billige Säge kann man vergessen. Weil, warum ist die billig? Bei einer billigen Säge sind die Zähne gestanzt. Und da schneidet eigentlich nur der Grat, der nach dem Stanzen überbleibt. Und irgendwann ist dieser Grat weg. Und dann bleibt einem nur über die Säge selbst nachzuschärfen, was der Laie kaum machen wird, vermute ich mal. Der kann sie also nur wegwerfen oder als Lineal verwenden. Während die guten Sägen haben alle geschliffene Zähne. Und das ist auch der Grund, warum die nicht so ganz billig sind. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Diese Säge habe ich seit 30 Jahren und ich verwende sie nicht sehr häufig, aber wenn ich sie brauche, schneidet die eigentlich sehr gut, wie man gesehen hat. Wenn noch Fragen offen sind, dann schreiben Sie sie bitte in die Kommentare, ich werde sie beantworten. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank.